Hi, in diesem Video möchte ich dir gerne Scratch for Arduino vorstellen. Mit diesem Tool kannst du deinen Mikrocontroller, vornehmlich ein Arduino Uno, grafisch programmieren. Aber legen wir gleich los und laden wir einmal die Software herunter. Auf der Seite, den Link packe ich dir einfach mal in die Videobeschreibung, findest du den Reiter Downloads und dort findest du die Installation für Windows, Mac und Linux und noch für den Raspberry Pi. Wenn wir die Datei runtergeladen haben und entpackt haben, können wir auch gleich den Install-Vorgang starten. In meinem Fall verwende ich ein Windows und ich denke mal unter Linux und macOS wird das ähnlich sein. Als Sprache steht dir Englisch sowie Türkisch noch zur Verfügung. Ich wähle hier natürlich Englisch und ich wähle noch während der Installation, dass mir ein Icon auf dem Desktop angezeigt wird. Wenn auch die Installation fertiggestellt ist, können wir Scratch schon starten. Jedoch findet dieser noch keinen Mikrocontroller, obwohl dieser bereits angeschlossen ist. Wir müssen dazu auf unseren Arduino-Mikrocontroller ein spezielles Programm installieren. Dieses finden wir ebenso unter den Downloads. Und um dieses auf dem Mikrocontroller zu installieren, benötigen wir die Arduino IDE. Den Link findest du dort auch und dort findest du auch den Link zur Firmware. Wenn wir diese herunterladen und gestartet haben, dann wird diese mit der Arduino-IDE gestartet. Jedoch lädst du nur die INO-Datei runter. Die Arduino-IDE hat ein bestimmtes Format und in dem Falle muss diese eigentlich in einem Ordner liegen. Das schlägt dir auch die Arduino-IDE vor und dann wird nach einem Klick auf OK das Ganze auch in einen Ordner gepackt und die Arduino-IDE neu gestartet. Wenn nun die Arduino-IDE neu gestartet ist, dann können wir oben aus der Auswahlliste unseren Mikrocontroller auswählen. In dem Fall habe ich ein Arduino Uno am COM7 angeschlossen und die Taste für den Upload betätigen. Der Upload kann je nach Computergeschwindigkeit ein paar Minuten dauern. Ich habe das Ganze ja einmal vorgespult. Wenn das erfolgreich war, dann schließen wir die Arduino IDE und dann kehren wir in Scratch for Arduino zurück. Nun sollte der Mikrocontroller erkannt sein und wir sollten bereits analoge Werte empfangen. Jetzt können wir auch schon unser erstes kleines Programm erstellen. Fangen wir mit einem Standardbeispiel an und zwar lassen wir einmal die interne LED blinken. Unser Programm startet immer, indem wir oben rechts auf dieses grüne Fähnchen klicken. Und dieses ist halt sozusagen die Startbedingung. Danach benötigen wir eine Loop, in der unser Code fortlaufend ausgeführt wird. Wir wollen ja die interne LED blinken lassen. Dieses ist am Pin 13 und dort haben wir dann ein Digital 13 on. Danach machen wir eine kleine Pause von einer Sekunde. Dann sagen wir Digital 13 wieder off, also den Pin wieder ausschalten und wieder eine kleine Pause. Gucken wir uns das Ganze also einmal an, indem wir auf das grüne Fähnchen klicken. Am Mikrocontroller sollten wir nun sehen, dass die interne LED blinkt, hier einmal mit L gekennzeichnet. Und wir haben auch mächtig Traffic auf der seriellen Schnittstelle, die an die TX und RX markiert ist. Und wir haben auch die Power-On-LED an. Also unser Mikrocontroller hat so einiges zu tun, nur mit diesem kleinen Blinken. Wenn wir jetzt zunächst in den Code zurückkehren, dann können wir nicht nur diesen Code einfach ausführen, sondern wir können auch diesen Schritt für Schritt durchlaufen lassen. Das ist zum Beispiel gut, wenn wir einen Fehler suchen oder uns halt nicht sicher sind, ob der Code auch an jedem Schritt das tut, was er machen soll. Dazu stoppen wir einmal das laufende Programm und navigieren über Bearbeiten und wählen Ausführen in Einzelschritten. Nun wird das Programm langsamer ausgeführt und wir können dieses Schritt für Schritt verfolgen. Wir sehen halt immer gehighlightet, an welchem Programmschritt er gerade arbeitet. Und damit möchte ich auch schon dieses kleine Video beenden und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Tschüss!